Hallo liebe Freunde des Let's Plays, willkommen zurück bei Baphomets Fluch 2.5. Habe ich mir jetzt irgendwie dran gewöhnt, 2.5 zu sagen, obwohl das auch irgendwie ein bisschen blöd klingt, aber 2,5 klingt irgendwie noch blöder. Ja, wie gesagt, Baphomets Fluch, wir sind zurück aus York, wo wir, York, England, wo wir da, nicht New York, bitte, nicht New York. Denn wir haben festgestellt, dass auch die Stadt York eine sehr schöne U-Bahn hat. Und haben dort in dem wunderbaren Dorfpub, der irgendwo in der Gemarkung Englands lag, erfahren, dass hier in Paris eine Ausstellung bezüglich der Templer stattfinden soll. Des Weiteren haben wir von einem mysteriösen Siegel erfahren, was anscheinend eine große Rolle für die Templer zu spielen scheint. Da wir aufgrund unserer Recherche schon zweimal versucht worden sind, ja, aus dem Leben gerissen zu werden. Ja, wir sind einfach wieder in Nikos Wohnung zurückgekehrt, automatisch ging das vonstatten. Und jetzt schauen wir doch mal, wo wir als nächstes landen sozusagen. Wir verlassen dazu einfach mal die Wohnung. George trägt auch immer noch das Gleiche wie vom Anfang des Spiels, aber das kennt er ja schon, ne? Das ist ja bei ihm praktisch immer der Fall. So, wir landen wieder hier bei der Blumendame. Ich erliege der Versuchung und versuche mal diese Blumendame nach diesem Museum anzusprechen, Entschuldigung. Weil... Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ja, Sie ja, sind es. Das haben Sie. Ja, nein, auch ich gehe dann die Dame, nichts Neues im Lande sozusagen. Oh nein, das kommt. Also gehen wir einfach mal weiter. Da hätten Sie den NPCs aber noch gerne ein paar Zeilen, wenn die auch nichts gebracht hätten, noch ein paar Zeilen mehr geben können. Weil ich habe die jetzt am Anfang des Spiels einmal angeredet. Na gut, und George weiß dann auch schon hier die Location des Musée Grün, nee, oder so. Und dort gehen wir einfach mal hin. Na toll, ich hab mich verlaufen. Hat sich verlaufen. Ah ja, das ist eine Zahnspange. Erstmal angucken. Auch so ein persönliches Fable von mir. Da liegt eine an der Spitze abgebrochene Zahnspange. Oha, und wir sehen hier die Ente. Falls ihr euch erinnert, war das bestimmt, also es sei denn, die Programmierer haben ja einfach das gleiche Modell nochmal genommen, aber das damals vom, die Ente, die damals vom Zeitungsarchiv von uns davongefahren ist. Und jetzt frage ich mich gerade... Vermutlich wurde damit schon versucht auszubrechen, denn die Spange scheint zu einem Dietrich gebogen worden zu sein. Oder jemand hat sie verloren. Hey, das kann wirklich passieren. Ich habe meine im Alter von 12 Jahren beim Spiel meiner Lieblingsbasketballmannschaft verloren. Ja, absolut hochinteressant. Warum trägt dieser Herr hier Fußfesseln? So, haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Also wahrscheinlich hat er dann versucht, schon anhand der Zahnspange zu flüchten. Vielleicht brauchen wir die gleich auch noch. Einfach mal mit dem gefesselten Mann, der hier gemütlich auf einer Bank sitzt, reden. Er vertreibt sich die Zeit mit immer freundlich bleiben, Leute, wisst ihr. Von vorbeigehenden Passanten. Irre ich mich oder ist dieser Mann an Händen und Füßen gefesselt? Nee, du irrst dich. Das ist die neue Mode heutzutage. Guten Tag. Können Sie mir vielleicht helfen? Das kommt ganz auf Ihre Frage an. Wie heißen Sie? Mein Name ist George Stobbart. Stobbart mit 2 B und 2 T. Wie heißen Sie? Schön, Sie zu sehen, George. Mein Name ist Dr. Blackdahl. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Seitenhieb wahrscheinlich nicht beabsichtigt auf Hannibal Lecter. Dr. Blackdahl, kann auch Zufall sein. Kann auch ein einfach reiner Zufall sein. So, auf was können wir ihn ansprechen? Warum sind Sie gefesselt, guter Mann? Ich möchte keineswegs unhöflich erscheinen, aber warum sind Sie an Händen und Füßen gefesselt? Diese Frage werde ich Ihnen schwer beantworten können, George. Warum? Sie müssen doch irgendetwas Unerlaubtes getan haben. Sonst würde man Sie wohl kaum derartig in Ketten legen. Nun, in meinen Augen war das, was ich getan habe, nicht falsch, George. Nur in den Augen der Menschen, die mich dabei gesehen haben. Wenn Sie mich fragen, geht es hier nicht darum, weshalb ich gefesselt wurde, sondern weshalb Sie mich danach fragen. Es scheint in der heutigen Gesellschaft üblich zu sein, Menschen in Ketten zu legen, obwohl sie nichts verbrochen haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass es wohl nichts Besonderes mehr ist, gefesselt zu sein. Was mich auf die Frage bringt, warum Sie in Freiheit leben dürfen. Ist das nicht ein eindeutiges Signal dafür, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben, John? Kapiere ich nicht. Wow, wissen Sie, so habe ich das noch nie betrachtet. Dieser Kerl scheint hier zu Recht eingesperrt zu sein. Ja, absolut. Er kann uns sogar noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Würden Sie mir dennoch verraten, welche in Ihren Augen völlig korrekte Tat Sie begangen haben, bevor man Sie verhaftete? Ich aß mit einem meiner Patienten zu Abend.
Das klingt tatsächlich noch nicht verboten. Vielleicht habe ich sie doch falsch eingeschätzt. Ist das wirklich alles? Er war das Hauptgericht. Heilige Maria, Mutter Gottes! Das ist allerdings verboten, Doktor. Und ist vor allem nicht die Art und Weise, wie man mit seinen Patienten umgehen sollte. Sie kannten ihn nicht, George. Sie können das nicht beurteilen. Er war ein unhöflicher Mensch, der in dieser Welt mit seiner Art, mit anderen umzugehen, fehl am Platze war. Aber Sie sollten ihn als seinen Arzt davon heilen. Ich heile das, was ich heilen kann, George. In diesem Fall war es nicht mein Patient, den ich heilen konnte, sondern die Welt, die von ihm befreit werden konnte und somit ein Stück sauberer wurde. Ich habe ihn definitiv nicht falsch eingeschätzt. Doktor, ich glaube, Sie haben ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie es sagen, George. Wissen Sie, ich habe aufgehört, den Menschen zu widersprechen. Hier hört mir ja doch niemand zu. Zum Glück. Ich denke, ich habe genug davon gehört. Wechseln wir das Thema. Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen sollen. Richtig, George? Nun, es gibt Menschen, mit denen man hervorragend diskutieren kann. Und solche, die nur Smalltalk führen wollen. Auf diese primitive Art des Dialogs lasse ich mich nicht herab. Zu welcher Sorte Mensch gehöre ich Ihrer Meinung nach? Meine Menschenkenntnis ist sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Sie beleidigt wären, wenn ich Ihnen das sagen würde. Wenn Sie meinen, ich kann auch gut darauf verzichten. Sehen Sie, George? Obwohl ich es Ihnen nicht gesagt habe, wissen Sie meine Antwort. Sie sind beleidigt und wollen nicht weiter darüber diskutieren. Ich hatte in allen Punkten recht. Er hat recht. Ich glaube, diesem Geisteskranken bin ich tatsächlich nicht gewachsen. So, und nach diesem etwas ausführlicheren Dialog, Filminsider werden gehört haben, dass dieser Herr hier, die deutsche Synchronstimme von Anthony Hopkins aus Das Schweigen der Lämmer unter anderem, aber beziehungsweise Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer versehen bekommen hat. Daher wahrscheinlich auch dieser kleine Seitenhieb. Also wirklich ein guter Sprecher, würde ich sagen. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass die Originalsprecher der ersten beiden Teile, beziehungsweise der Baphomets Fluchreihe, beziehungsweise jetzt noch der Sprecher, der Anthony Hopkins gesprochen hat, hierfür verpflichtet werden konnte und das ohne Gage, dann muss ich sagen, also wirklich Hut ab. Also nicht schlecht. Oh ja, was haben wir denn noch hier? Frag ihn mal nach dem komischen Brandenburger Tor mit George davor. Ich suche das Museum Grün. Ach so. Eigentlich sollte ich wissen, wo es ist, aber ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie das Museum finden. Doch würde ich gern einiges über Sie wissen. Hören Sie, ich bin gerade nicht für solche Frage-Antwort-Spielchen aufgelegt. Quid pro quo, George. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Wenn es denn unbedingt notwendig ist. Na gut, ich weiß jetzt gar nicht, worauf das jetzt hinausführt, aber wir haben hier nur wieder die eine Option, also los geht's. Haben Sie eine Freundin, George? Hey, das ist jetzt doch etwas zu persönlich für mich. Wollen Sie den Weg nun wissen, George? Ich bin mir sicher, dass alle anderen Leute, die hier herumlaufen, nicht annähernd so kooperativ sind, wie ich es bin. Also gut, ja, ich habe eine Freundin. In Ordnung. Gehen Sie diese Straße zuerst weiter geradeaus, bis Sie zu einem Kiosk kommen. Wie heißt Ihre Freundin, George? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Quid pro quo, George. Aha. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt... Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt kann man hier anhand der Pinocchio-Nase wieder lügen oder die Wahrheit über Nico erzählen halt. Aber ich glaube irgendwie, dieser Typ ist uns intelligenzmäßig doch etwas überlegen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also von daher sage ich mal lieber die Wahrheit. Sie heißt Nico. Gut, George, gut. Bei dem Kiosk müssen Sie links abbiegen, sodass Sie in der Ferne Notre Dame sehen. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Wovon träumen Sie nachts, George? Aber... Quid pro. Okay, okay. Ich träume von meiner Freundin. Und dass sie entführt wird und ich nichts tun kann. Das ist manchmal ganz furchtbar. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade einem Irren erzählt habe. Gehen Sie in die erste Straße auf der rechten Seite. Dort befindet sich das Museum. Hören Sie sie im Traum schreien, George? Hören Sie Ihre Freundin schreien? Auf diese freche Äußerung hin werden wir ihn natürlich auch sofort, Passen Sie gut auf Ihre Freundin auf, George. Achso, ich dachte, man könne jetzt noch was machen. Keine gute Idee.
weil eben dieses... Aber kann auch sein, dass ich mit meiner Maus gerade unten war. Weiß ich gar nicht mehr. So, gehen wir doch einfach mal wieder weiter. Jetzt müssten wir ja eigentlich den Weg in das ominöse Museum wissen. Oder auch nicht. Museum Grün. Wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. So ein Mist. Moment. Vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Okay. Ein anderes Museum. Jetzt haben wir wieder die ganzen alten Locations hier. Gehen wir doch erstmal in dieses Café, weil die Frau vorhin doch so unglaublich nutzlos war. Oh. Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Maisie vielleicht? Nein. Meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Kann ich. Ich bin doch praktisch Experte auf dem Gebiet, liebe Freunde mit den komischen Klamotten an. Verzeihen Sie. Ja, ich... Darf ich kurz stören? Hören Sie mich? Anscheinend nicht. Darf ich kurz stören? Gut, gehen wir einfach mal wieder rein. Die sind ja sehr freundlich. So, hat sich denn hier irgendwas ergeben bei der guten Frau? Weil die war bis jetzt so wirklich total nutzlos. Nö. Na super. Falls ich was für Sie... Ja. Okay. So. Gut, dann können wir... Plakat haben wir hier noch, nicht wahr? Ja, einfach mal schauen. Wahrscheinlich steht da jetzt der Name drauf. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es. Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Ja, jetzt haben wir also unseren nächsten Tipp gekriegt. Hier steht, dass Montfaucon am... Der Priester... Und ich würde sagen, deshalb gehen wir einfach mal zurück nach, Montfaucon, oder wie immer das auch heißen mag, entschuldigt bitte mein schlechtes Französisch, und ja, schauen einfach mal, ob dieser Priester dort jetzt anzutreffen ist, weil wir waren ja schon mal da, aber es war, glaube ich, gar nicht, ich erinnere nur dran, dass wir hier auch an den in den Stromkasten gefasst haben. Ja, also, das war nicht so lustig. Jetzt gehen wir doch einfach mal wieder in das Innere der Kirche, waren wir auch schon mal drin, aber damals gab es dort natürlich auch noch nichts, oder... Auf jeden Fall nichts, was ich gesehen habe. Und da steht doch schon jemand. Ich sehe einen halben Priester. Ja. Gleich nett vorstellen, freundlich wie wir sind, ne? Also, George hat ja Manieren, das haben wir auch schon gesehen im Spiel. Entschuldigung? Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Oh, viele Themen. Ich habe Ihren kaputten Wecker. Erinnern Sie sich noch an mich? Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht... Nein, nein. Ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Das Schwein hat George den Kelch geputzt. Aha. Naja, einfach mal auf Nico ansprechen. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine gute Ablenkung, um von diesem prekären Gesprächsthema mal runterzukommen. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin. Schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass Sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit Ihnen. Das wird wohl Baphomet sein, nehme ich an. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet? Nein, ich meine auf Französisch. Ach so. Lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf. Aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Aha. Keine Ursache. Ich weiß mich... zu erinnern, dass hier so viele Locations waren hier, oder so viele Hotspots waren hier gar nicht mehr. Also ich glaube, es beschränkt sich hier auf das Fenster. Die Kirche ist immer noch so prächtig, gleich sehen, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken.
die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie den nächsten Samstag zur Kollekte? Klar. Ja, sicher. Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. War doch jetzt nett von mir, ne? Einfach mal gelogen und gesagt, ich komme. Interessiert mich ehrlich gesagt einen feuchten Kehricht. So, was haben wir denn hier noch? Das war, glaube ich, wirklich nur noch die Scheibe. Also gucken wir doch einfach mal an. Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Oho. Der Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner geschriebenes. Ah ja. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann es nicht lesen. Okay, also noch zu klein für uns. Da hier nichts mehr ist, können wir uns einfach auch wieder rausbegeben, denke ich. Ja, George, schon geh ein bisschen zu hier, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt total nichts los ist hier in der Zwischenzeit und deine Freundin ist noch weg, Kahn ist noch weg, also du schlenderst hier lang, also das ist wirklich... Naja. Oh. Was haben wir hier denn? Eine Lupe? Eine Lupe, ja. Können wir die nehmen? Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Kanaldeckel, immer noch. Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Da gehe ich bestimmt... Nee, okay, und hier sind immer noch die Galgen, ja, okay. Tja, weiß ich nicht. Also die Lupe scheinen wir nicht aufnehmen zu können. Da liegt eine Lupe. Okay, und die Touristen sind gar nicht markierbar praktisch. Die auch einfach nur so ein... nicht laufenden oder nicht funktionierenden Brunnen fotografieren. Also das ist sehr schlau. So. Können wir hier irgendwas mit dem... Oder lass mal hier hochgehen. Da war doch unser Freund der Obdachlose, der immer noch an seinem Schlüpfer riecht.